Dich nach weißen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser, einem leichten Meeresrauschen und den schönsten Sonnenuntergängen. Dann ist Thailand genau das richtige Reiseziel für dich. Wir waren eine Zeit lang in der Krabi-Region unterwegs und haben dort zwei Inseln entdeckt, die aus unserer Sicht noch echte Geheimtipps sind und sich für einen richtig schönen Entspannungsurlaub lohnen. Und die werde ich euch in diesem Video vorstellen. Starten wir mit der Insel Koh Lanta. Das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp für Ruhesuchende und Naturliebhaber, denn ihr findet dort geile Strände, kristallklares Wasser, schöne Schnorchelspots und richtig geile Dschungellandschaften. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, klingt ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, aber wie komme ich denn jetzt überhaupt dahin? Am einfachsten kommt ihr von Krabi Stadt aus dahin. Von dort aus habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt mit dem Minibus, das dauert in etwa 2 Stunden und kostet 9 Euro pro Person. Oder ihr nehmt die Fähre, das dauert ebenfalls 2 Stunden und kostet 14 Euro. Beide Optionen könnt ihr ganz easy entweder bei Want2GoAsia buchen oder bei jedem beliebigen Reiseanbieter vor Ort. Wir haben uns für die Variante mit der Fähre entschieden, da wir Bootfahren einfach lieben, also insbesondere ich. Und was halt auch wirklich schön ist, auf dem Boot, da schippert ihr ganz gemütlich dahin und könnt von dort aus einfach schon die richtig geile Landschaft vom Meer aus genießen, weil ihr fahrt da schon an ein paar anderen Inseln vorbei. Und da kann aus meiner Sicht dann der Urlaub einfach direkt losgehen und ihr müsst nicht so eingepfercht in irgendeinem kleinen Minivan sitzen. Wenn ihr dann auf der Insel angekommen seid, ist dann auch egal, ob ihr mit dem Minibus oder mit der Fähre gefahren seid. Da kommt ihr in beiden Fällen am gleichen Ort an. Von da habt ihr dann im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt mit dem Taxi zum Hotel oder ihr leiht euch direkt am Hafen einen Roller aus. Das kostet am Tag, je nachdem natürlich wie lange ihr bleibt, aber im Schnitt so 6 bis 7 Euro. Wenn ihr jetzt nicht übertrieben viel Gepäck habt, also zwei normal große Backpacks, kann man auch zu zweit mit einem Roller fahren. Einen Rucksack hinten drauf und einen Rucksack einfach zwischen die Beine stecken und dann geht es schon. Es ist dort auf der Insel auch echt wenig Verkehr. Es gibt im Wesentlichen eine Hauptstraße, die wirklich von Nord nach Süd einmal über die ganze Insel geht. Also ihr müsst eigentlich eh nur die ganze Zeit geradeaus fahren und ist daher auch für jetzt nicht unbedingt die erprobtesten Rollerfahrer eine gute Option, direkt vom Hafen loszustarten. Und ein weiterer Vorteil bei der Rolleroption ist, ihr seid dann vor Ort auch die ganze Zeit einfach schon mobil, könnt überall hinfahren, was euch interessiert und seid dann nicht jedes Mal auf ein Tuk-Tuk oder ein Taxi angewiesen, was sich natürlich auch von den Kosten dann schon summiert, wenn man öfters mal irgendwo hinfahren will. Kommen wir zu unserem Lieblingsstränden auf der Insel. Beginnen möchte ich mit dem Klong Kong Beach. Das ist wirklich ein richtig schöner, weitläufiger Strand. Geht ganz seicht ins Wasser rein. Ihr habt da überall so richtig coole Hippie-Bars. Als kleine Empfehlung kann ich euch die Finstone Bar empfehlen. Da sitzt ihr wirklich richtig cool direkt am Strand. Könnt den wunderschönen Sonnenuntergang beobachten und einfach die Seele baumeln lassen. In der Area würde ich euch auch empfehlen, ein Hotel zu suchen. Da gibt es halt auch wirklich richtig süße Restaurants. Da kann ich euch das My Friends Restaurant empfehlen. Da bekommt ihr richtig authentische thailändische Küche zum schmalen Taler. Von Pad Thai über Papaya-Salat und alle erdenklichen Currys, die man aus Thailand so kennt. Ein weiterer Strand, den ich euch empfehlen will, ist der Khasa Bay. Das ist auch eine ganz tolle Bucht. Da schippern die Fischerboote im Wasser. Es sind auch ein paar richtig süße Strandbars da und da kann man auch ganz entspannt ein bisschen am Strand spazieren gehen. Also auch eine absolute Empfehlung. Falls ihr auf der Suche nach richtigen Naturstränden seid, also irgendwelche Strände, wo gar keine Hotels weit und breit gebaut wurden, dann müsst ihr weiter runter in den Süden. Da kann ich euch zum Beispiel den Nui Bay empfehlen. Das ist wirklich eine absolut geile Bucht mit kristallklarem Wasser. Kann man auch richtig schön schnorcheln da und war auch nicht besonders überlaufen. Dort gibt es auch so eine ganz kleine Hippie-Bar, da kann man sich ein paar kleine Erfrischungen kaufen. Aber jetzt so Restaurants oder sowas gibt es jetzt an dem Strand direkt nicht. Ein weiterer schöner Strand im Süden ist der Bamboo Bay, richtig schön breiter Strand. Da gibt es dann so ein paar kleine Hüttchen bzw. so kleine Schattenplätze. Aber sonst gibt es wirklich gar nichts, also es ist keine Bar, gar kein Restaurant. Und da ballert die Sonne auch wirklich gut hin. Also wenn ihr da mal hingehen wollt,
früh kommen lohnt sich, dass ihr noch einen guten Schattenplatz bekommt. Und was da auch richtig cool ist, da hüpfen ziemlich viele Affen am Strand rum, also passt ein bisschen auf eure Sachen auf. Aber es ist schon auf jeden Fall cool, wenn man ein bisschen chillt und man die Affen beim Rumhüpfen beobachten kann. Als weitere Aktivitäten kann ich euch den Nationalpark ganz im Süden der Insel empfehlen. Da kann man schön wandern gehen, gibt es auch schöne Strände. Oder ihr schaut einmal bei Get Your Guide, da werden haufenweise Boottouren angeboten. Das bekannteste ist die Four Island Tour. Aber es gibt auch verschiedene Schnorchelausflüge. Also wer da Lust drauf hat, einfach mal Get Your Guide checken, wird sich lohnen. Zusammenfassend kann man ja sagen, die Insel ist wirklich absolut entspannt, ist eher so eine Badeinsel. Wem das sich aber immer noch nach zu viel Trubel anhört, dann kann ich euch auf jeden Fall die Insel Koh Muk empfehlen. Die ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen. Die Insel ist ziemlich klein, liegt von Koh Lanta etwa nochmal gute 2 Stunden südlich mit der Fähre. Die Fähre dorthin kostet 20 Euro und ist auch wirklich wieder total schön, die Überfahrt. Also da schippert man wieder an ein paar Inseln vorbei, macht richtig Laune. Wenn ihr dann auf der Insel ankommt, erreicht ihr sofort den schönsten Strand der Insel. Das ist der Pearl Beach. Der ist wirklich unfassbar schön. Also mir kam die Location tatsächlich ein bisschen so vor wie auf den Malediven. Da ist nämlich auch so ein ultra geiles Resort mit so kleinen Bungalows. Ist nicht ganz preiswert. Wir haben nicht dort übernachtet. Aber wenn man ein bisschen größeres Budget hat und vielleicht auch nicht ganz lange auf der Insel bleibt, kann man da auf jeden Fall mal ein paar Nächte machen. Ich bin dort ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen. Also zieht's euch rein. Schon zu Beginn erwähnt, die Insel wirklich sehr klein, also ihr braucht da auch eigentlich keinen Roller oder irgendwas. Ihr könnt eigentlich überall entweder zu Fuß hingehen oder ihr nehmt euch so ein kleines Rollertaxi. Das ist dann auch egal, wo ihr hinfahrt, das kostet immer 50 Baht, das sind in etwa 1,50 Euro. Was dort auf der Insel auch echt besonders cool ist, da war eigentlich alles nochmal ein bisschen günstiger. Die Restaurants waren auch wirklich alle erschwinglich und man kann da total schön am Meer sitzen und sein Essen genießen. Also das hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und was ich da besonders toll auf der Insel fand, ist, dass der Tourismus nicht so von den Einheimischen getrennt ist. Da die Insel ziemlich klein ist, ist es einfach alles komplett bunt gemischt. Da sind so ein paar kleine Hotels und zwischendrin wohnen überall die Locals. Ein weiterer richtig schöner Strand auf der Insel ist der Charlie Beach. Der ist genau auf der anderen Seite der Insel. Zu Fuß braucht ihr da etwa so 25 Minuten hin. Wenn ihr euch so ein kleines Rollertaxi nehmt, seid ihr, denke ich mal, in 5 Minuten da. Und von da ist der beste Platz auf der Insel, den unfassbar schönen Sonnenuntergang sich anzuschauen. Also es hat mir richtig gut gefallen. Dort gibt es dann auch ein paar Bars und Restaurants am Strand und es gibt so ein paar kleine Straßenstände, wo ihr euch einfach irgendeinen Fruchtsaft oder sonst irgendeinen kleinen Snack kaufen könnt. Jetzt kommen wir noch zu meinem absoluten Highlight der Insel und zwar gibt es da einen etwa 8 Kilometer langen Rundwanderweg und das war wirklich richtig cool, hat total Spaß gemacht. Da läuft man erstmal durch so eine Gummibaumplantage. Ist auch mal ganz cool zu sehen. Der erste Stop ist dann der Viewpoint der Insel. Und da hat man wirklich eine unfassbar geile Aussicht aufs Meer. Man sieht dort auch den Face Mountain, der da bekannt ist. Also es ist so eine Felsformation, die so ein bisschen aussieht wie ein Gesicht. Was ein bisschen schade ist, der Viewpoint ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Da ist so eine Hütte oben. Da konnte man früher scheinbar auch mit einem Zelt übernachten. War wie so eine kleine Bar drin. Die Hütte hat aber leider mittlerweile nicht mehr offen, sieht ein bisschen zerfallen aus. Aber ist dennoch echt ein richtig cooler Spot, einfach mal wirklich so einen schönen Ausblick zu haben. Und die Wanderung hat sich bis dahin schon richtig gelohnt. Von da ab ging es dann weiter an den Sabai Beach. Und das war wirklich ein absoluter Traumstrand. Also es war für mich so ein richtiger The Beach-Moment. Man läuft da erst durch den Dschungel und kommt dann an einem wirklich wunderschönen Strand raus. Bei uns war gerade ein einziges Boot da, was dann auch ganz lustig war. Das war so ein thailändischer Betriebsausflug. Die haben uns dann zum Mittagessen eingeladen. Die waren echt
ultra süß. Der letzte Stop auf der Wanderung war der Lodung Beach. Der war jetzt vielleicht nicht der schönste Strand, den wir gesehen haben, aber es war trotzdem cool. Der war auch komplett menschenleer. Da war so eine kleine Schaukel am Baum gehangen und es war einfach total schön, aufs Meer rauszuschauen und einfach diese schöne Natur dort zu genießen. Von dort aus läuft man dann noch etwa eine halbe Stunde und ist wieder zurück in den Ort auf Kumbuk. Kommt dann auch wieder ein paar Restaurants vorbei, wo sich dann eine Erfrischung und eine Belohnung abholen kann. Und die Wanderung hat wirklich richtig Laune gemacht. Ich muss dazu aber sagen, die war jetzt nicht ganz ohne, da es echt knalleheiß war und der Wanderweg ist jetzt nicht besonders gut ausgebaut. Also ist anspruchsvoll, aber wenn man jetzt ein bisschen sportlich unterwegs ist, ist das wirklich meine absolute Empfehlung und war mein absolutes Highlight auf der Insel. Das war's dann auch mit der Vorstellung der aus meiner Sicht beiden entspanntesten Inseln in Thailand. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Abonniere unseren Kanal, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. Und wenn du noch irgendwelche anderen Thailand-Tipps und Tricks hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin in ein paar Monaten nochmal in Thailand, also auch wenn euch irgendwas interessiert, schreibt es rein, dann kann ich das beim nächsten Mal gerne für euch auschecken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.